Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es um einen Mount gehen, was wir in M Plus uns erspielen können und auf dem besitze ich gerade schon, das ist einmal der verlustverzerrte Todeswandler und diesen kriegen wir über eine Heldentat. Die Heldentat schimpft sich hier Schlüsselmeister von Shadowlands Season 3 und dafür müssen wir insgesamt eine Mythisch Plus Wertung von 2500 erreichen. Und ja, da gibt es noch ein paar Vorheldentaten, einmal 900 Punkte, 1850 und dann dementsprechend die 2500. Die sind auch halbwegs relevant für so Item-Upgrades. Man kann dann drüber hinaus noch gehen, auch mit Heldentaten, falls euch das interessiert, gibt es da noch eine für 3000 Punkte. Und dann gibt es noch einen Haufen Heldentaten, die man auch schon letzte Season erspielen konnte, dass man halt quasi diese ganzen Keys hier auf 20 In-Time spielt. Diese Season ist das einzige neue Tazavesh, da muss man aber tatsächlich beide Tazavesh-Teile auf 20 In-Time abschließen. Wenn ihr das habt, gibt es bei 2500 das Mount und bei den anderen Achievements, ne, bei 3000 quasi den Hero und dann halt bei einem 20er In-Time dementsprechend die anderen Achievements, wo es dann auch schicke Ports gibt, das kann ich euch auch mal zeigen. Wenn wir einmal reingehen, hier gibt es quasi, ach das ist Mist of Pandaria, hier haben wir sie, gibt es quasi Ports, da könnt ihr euch dann immer zu den Instanzen hinporten. Ihr müsst halt einmal 20 In-Time abschließen und wie gesagt, Tazavesh sind es dann halt dementsprechend zwei Dungeons, weil das ja aufgesplittet wird. Wir können uns einmal das Mount Special angucken. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, wie bei den anderen Mounts von den letzten Seasons auch schon. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Schlüssel, da sehen wir sie. Haben wir die ganzen Keystone-Mounts. Das ist ja das von der, warte mal, fangen wir mit der ersten Season an. Die, ja, dunkelschwarze Version ist dementsprechend die von der ersten Season. Dann haben wir ja die grüne Version, die ist von der zweiten Season. Dann die rote Version, auf der ich mich gerade befinde, ist von der dritten Season. Und die vierte Season ist hier auch schon drin. Die hat zwar noch nicht gestartet, aber Blizzard hat freundlicherweise das Mount schon reingebastelt. Das ist so ein bisschen lila, Leerwandler-technische Version, würde ich jetzt mal sagen, mit dem goldenen. Obendrauf sieht auch sehr, sehr cool aus. Das könnt ihr euch dann quasi nächste Season erspielen. Wie funktioniert das jetzt alles? Wir haben einmal quasi einen Tab hier unter dem Dungeon Browser und dann hier einfach Dungeon und Mythic Plus und da seht ihr quasi hier unten dann eure verschiedenen Schlüsselsteine und dann seht ihr auch quasi, welche ihr in welcher Schwierigkeitsstufe abgeschlossen habt und welcher Zeit. Es ist jetzt so, dass ihr für das Mount, wie gesagt, 2500 Punkte braucht und hier ist es so, dass ihr im Schnitt, wenn ihr jeden Schlüsselstein auf Stufe 15 In-Time habt und zwar sowohl auf Tyrannisch als auch auf, wie heißt das andere, verstärkt, genau, dann habt ihr eigentlich die 2500 Punkte. Ihr müsst aber nicht diese Kombi fahren, ihr könnt ein paar 13er, 14er Keys haben, dann ein paar 16er, 17er Keys so ein bisschen durchmischen. Ihr könnt auch ein paar Depletete haben, ist komplett fein, ihr müsst nur auf diese 2500 kommen. Also fürs Mount ist eigentlich relativ einfach. Wie setzt sich das mit dem Verstärkt und dem Tyrannisch zusammen? Es ist jetzt nicht so, dass ihr die Hälfte der Punkte für Verstärkt und die Hälfte für Tyrannisch bekommt, sondern der höhere Stein macht zwar quasi zwei Drittel aus und der niedrige Stein etwa ein Drittel. Ist jetzt nicht genau so, aber so in etwa von der Verhältnismäßigkeit. Heißt, wenn ihr einen hohen habt, dann solltet ihr noch einen zusätzlich laufen, der muss dann nicht mehr ganz so hoch sein. Der eine hohe quasi gibt die meisten Punkte in der einen Art von Schlüsselstein. Bei mir ist es jetzt so, für die 3K-Punkte seht ihr, ich habe auch einige Depletete drin. Hier im 20er mit Zeitüber Schritten, das reicht auch dann, um auf die 3K-Punkte zu kommen, falls ihr dementsprechend dann noch die Heldentaten haben wollt. Dann noch ein kleiner Tipp, wie ihr vielleicht ein bisschen einfacher durch M+ durchkommt. Und zwar gibt es da verschiedene Add-ons, unter anderem Mythic Dungeon Tools haben wir hier einmal. Da könnt ihr so ein bisschen eure Routen planen, da sind alle möglichen Dungeons drin. Und zum Beispiel hier ist jetzt eine Instanz, wo man dann so ein bisschen gucken kann, okay, welche Pulse macht man dann, kann dann quasi auch auswählen, je nachdem, was für Affixe man hat. Gut, ich bin faul, ich spiele immer, immer dieselben Pulse, aber theoretisch kann man das dann auch einmal quasi ändern und dann so ein bisschen die Pulse planen, auch planen, wenn man jetzt zum Beispiel mit diesem Vorelikt einmal durchskippt und das Ganze kann man dann auch quasi in der Gruppe teilen, die Leute, die auch das Addon drauf haben und das haben tatsächlich die meisten, kann man sich das dann angucken und dann erleichtert das einiges. Ich find, persönlich finde nichts ätzender, wenn man dann quasi mit einer Random-Gruppe während einem Try im Chat versucht zu diskutieren, wie man jetzt weiterspielt. Am besten klärt man das immer vor dem Run, postet das einmal und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ich habe meine ganzen Runs tatsächlich random gespielt, habe jetzt nichts
nichts mit irgendwie Premates gemacht. Geht alles bis 3K relativ machbar. Das kostet zwar vielleicht die ein oder anderen Nerven. Wer bei mir im Streamer vorbeigeguckt hat, weiß das. Und ja, auch einige Runs habe ich mit aufgenommen, auf YouTube gestellt. Falls ihr da euch denkt, oh, wie laufe ich jetzt den und den Run, könnt ihr da nachgucken. Selbstverständlich gibt es aber wesentlich mehr Leute, die viel, viel höhere Keys als ich spielen, das bestimmt auch viel besser spielen. Da könnt ihr natürlich auch gucken, wenn ihr wollt. Gut, das sind eigentlich soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Ein kleiner vielleicht noch, ich habe noch ein zusätzliches Add-on, um so ein bisschen zu filtern. Und zwar ist das hier Premade Group Filter. Da kann man dann bestimmte Keys rausfiltern. Trägt man quasi den Key oder die Stunts ein, zum Beispiel The Other Side oder Mist für Nebel von Tyros Geet. Und dann kann man einfach nach der Keystone-Höhe, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen 20er-Keys gesucht habe, einen 421 eingeben und dann hier quasi noch rausfiltern. Bei mir buggt es gerade komischerweise. Ich bin aber eh für die Season durch mit M+. Muss ich mir beim nächsten Season mal angucken, warum das gerade ein bisschen am Rumbacken ist. Gut, damit sind wir tatsächlich durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mal so die PvP-Mounts der aktuellen Season holen. Da gibt es dann auch noch ein Video, sobald ich die habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.